Halli, hallo, Hallöchen, meine lieben Freunde. Ich habe ein Match gewonnen, ja. Und herzlich willkommen zurück zu WWE 2K16, unser King of the Ring. Und hier wieder mein Gegner. Ich bin der Onkel, apropos. Und mein Gegner mal wieder ist der Revano. Ja, hallo. Ja, ich habe ein Match gewonnen. Ja, ich habe ein Match gewonnen. Ja, jetzt kann ich ja mal wieder ein paar Mal hintereinander gewinnen, oder? Halt's Maul. Ich freue mich aber jetzt nicht zu früh, weil jetzt kommt... Er hat hier die falsche Taste gedrückt. Ich habe jetzt schon in der Aufnahmepause gesagt, wenn Rivano gewinnt, dann ist das Können. Wenn ich gewinne, hat er die falsche Taste gedrückt. Das ist klar. Merkt ihr was, liebe Freunde? Merkt ihr diesen arroganten Vogel an? Merkt ihr das? Das war ja keine Absicht, dass ich die falsche Taste drücke. Das war ja auch die Powerbomb, die hat mich auch verletzt, ne? Die war mein Charakter, der war ziemlich Kopf. Fertig. Nee, du. Kopf. Komm, jetzt drück Bei Viereck, der Powerbomb ist dir der Chill mit deinem Kopf gefallen. So. Ja, zweimal. Zweimal. Dreimal. Oh, ich hab einen, okay. Mit dem werde ich gewinnen. Keine Ahnung, ich hoffe es mal. Ja, du bist am Suchen, ne? Ich hab schon 1000 Mal. Ich möchte es nicht immer wieder wiederholen. Warum soll ich den X drücken? Ja, zähl runter. Ich habe noch keinen. Ich sage Bescheid, wenn ich einen habe. Hast du doch gerade. Hab ich nicht. Ich hab verstanden, du bist immer, nein, weil du mal Matthias auf den Sack gehst damit. Du hast ihn. Und weißt du, wenn ich hier warten muss, dann ist das egal. Boah, das ist so nervig. Ich frag dann nur, wie weit du bist, ob du einen hast. Ich hab doch gar nicht mehr Ich gesagt. Sag schon, wenn ich einen habe. Boah. Hast du jetzt einen? Halt jetzt dein Maul. Ja, meine lieben Damen und Herren, ihr seht schon wieder, der Onkel, der braucht ihn. Ach komm, jetzt hör mal auf, ich kann auch nichts dafür, ja. Wenn ich keinen finde, dann ist das in Ordnung. Da liegt das am Spiel. Oh halt. Gott, ich hab einen. Oh Gott sei Dank. zählst du runter? Ich hab schon, meine Augen sind verschwommen. Ach, warte doch mal, Mann. Du hast doch einen, hast du gerade gesagt. Das ist doch egal, ich muss trotzdem erstmal hier in die Tabelle eintragen, auf meinem Zettel eintragen. So, wie oft soll ich ja, denn das noch? Ach so, ey, Leute, bitte. Jeder zweite Part, jeder Part eigentlich schon, fragt er das und dann sagt er immer wieder, ach so, als hätte er es begriffen. Meinst du, ich glaube ihm jetzt, dass er das begriffen hat? Nee, im nächsten Part kommt das Gleiche. Das ist ein, boah, Alter, der hat sich sein Gehirn wegtrainiert. Der ist komplett Banane. Nein, ich ärgere dich halt, okay. Der steht früh auf, boom, 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 boom. Ja. Baum? Meine Fresse. So, nein, drei. Ich weiß, was ich tue. Ich ärgere den Onkel halt gerne. Ja, du ärgerst mich. Alter. 3, 2, 1. Zeigen. Oh. Ja, das sieht schlecht aus, mein Freund. Warum? Der Sergeant Slaughter, den kenne ich sogar. Den habe ich auch früher mal gesehen. Er ist dann immer mit seinem Militärmarsch da reingerannt zum Ring. War cool, ja? Oh, mir ist schon ganz schwindelig, liebe Leute. Ich sehe gerade alles verschwommen. Ganz Warum? Lachen. Darfst du zu viel saugen? Ich weiß nicht. Saugen. Ja, ich atme zu viel. Saufen! Der hat saufen gesagt. Achso. Ja, ich muss unbedingt mal was trinken. Mache ich beim nächsten Mal. Oh, ich hab Durst. Du bist so viel gelacht heute. Ich kann nicht mehr. Oh. So. Der Sergeant Slaughter gegen The Barrett. Naja. Oh, geht doch direkt so los. Okay. Oh, was ist denn hier los? Mein Gott, immer komme ich auf den Tisch. Ah ja, so schön. Ja. Ach so. Das war's schon, oder? Hier ist der Lacker, ich bin der Glückliche. Oh, schönes Ding. Ah, ich hab den Onkel ganz schön im Griff, muss sagen. Gerade. Okay, du willst das so. Okay, das hat er automatisch gemacht. Ja, das ging jetzt direkt hier so mit Ding, ne? Okay. Dann wollen wir mal, ne? Dann geht's ab, das Match. Yo. You
Sergeant Slotte. Sergeant Slotte. Hutscha! Oh, er kommt raus. Sehr schön, ja. Oh, gleich dreimal ins Gesicht hier. Good Lord, that wasn't even close. So that's what it's like being so far off the mark. Ja. Ja, du hast aber ein bisschen weniger, ne? Du musst halt leider aufpassen, mein Freund. Ja, eben. Das ist dann bei dir ist es immer so ein bisschen schwierig dann, wenn du nur drei dieser Konterbalken hat. Das ist nicht immer so schön. Na, ein Body Slam. Ich kann jetzt schon pinnen, aber das ist ja Quatsch. Oh, er kommt raus. Der Sergeant Slotte. So, jetzt habe ich dich. Boah, Bomb. Powerbomb. Mach mal, da bleibt das mal halb. Ja, okay, meine ich doch. Hauptsache erzählen, er kennt Wrestling. Ja, bisschen. Ein Überwurf und ein Ringdurchwurf und ein über die Ringseite drüber Wurf. Oh. Over the top heißt es. Over the top Rope. So, das weiß ich. Over the top. Ja. Nee, Top Rope. Oh, was ein Singra Seil. Singra. Oh Mann, du warst jetzt! There's almost an unknowing of what to expect. I know. Ups. Komm mal wieder rein. Du musst doch nicht da draußen bleiben. Ich helfe dir. Oh, den hast du auch bei mir gemacht mit dem anderen, weißt du noch? Oh, diesen Gesichtsface-Buster-Dings da. Die Nackenquelle. Den Nackenzerstörer. Ja, du konterst? Ach doch, ich wollte schon sagen. Du hast gar keine Lust mehr zu kontern. Und direkt werde ich gekontert hier, so ein Scheiß. Na. Oh, übelst hier, wirklich, übelst. Ach, Scheiße, mein S geklaut, Mann. Reversal bei Satan Slotte. Dungeon in the Slaughterhouse. In the Slaughterhouse. Gib mir die kleine Maus. Oh! Ja, hab ich ihn gepackt, du. Hab ich ihn schön an den Haaren gezogen, den wenigen Haaren, die du hast. Ich meine jetzt hier den Sergeant Slaughter, ne? Boah, der Drecksack. Ach yo! Hat er mein Ding durchbrochen hier? Ich glaube. Du hast auch immer ein Ding. Ich hab dein Ding durchbrochen, was? Während ich laufe, ich wollte vier drücken, da hätte ich dich so weggeslappert, weißt du? Extra ouch. Bad news, Barrett is a merciless striker who shatters opponents' bones with clotheslines, boots, punches, knees and wasteland. It's why he calls it the Barrett Barrage. Was machst du denn? Das ist doch Wahnsinn. Wie soll ich das denn machen? Ich drücke ein paar Tasten. Ein paar Tasten? Was ist das denn? Also, du hast die Knöpfe, meine ich halt. Tasten habe ich ja gar nicht. Oh, was ist denn los mit dir? Ich weiß nicht, was du da machst. Er haut mir die ganze Zeit ins Gesicht. Aua. Ja, komm sofort! Wie kannst du aufstehen und gleich greifen? Wie geht das denn? Das kann ich überhaupt nicht. Wie geht denn das? Nach oben drücken, den Stick. Nee. Habe ich jetzt einen Move gemacht? Nee. Ich habe mich einfach hingelegt, weil du gesagt hast, leg dich hin. Oh. Das ist mein Finisher. Geil. Einfach nur einmal kurz den Gesicht halten, oder was? Das war ein Knockout-Punch, du Penner. Du wolltest du auch nicht mehr aufstehen. Eins. Zwei. Echt? Kommst du nicht mehr raus? Aus meinem Finishen. Ich habe die ganze Zeit auf den unfairen Pin, weil der stand die ganze Zeit da, aber ich habe den nicht mehr gefunden, den Punkt, deswegen bin ich so rumgezappelt. Ja. Aber ich freue mich, liebe Leute, dass ich mal wieder gewonnen habe, nach dem gestrigen Tag, wo der Onkel mich so fertig gemacht hat. Und jetzt kann ich... Jetzt geht's wieder los. Aber der Satan Slotter gut, der ist auch nicht mehr so gut, würde ich sagen. Oder, Onkel? Der ist gut. Ganz trocken kommt der da hinten. Der ist gut.
Ja, ich hab gewonnen. Ja. Yeah. War ich eigentlich dran, ne? Ja, ich war dran. Nee, ich war dran. Willst du noch irgendwas sagen, Onkel? Nein, ich war dran. Nein, ich war dran. Ich war dran. Laber nicht. Ich hab sogar gesungen am Anfang. Ich war dran. Nee, das hab ich doch. Das war doch beim letzten Mal. Nein. Oh, ich hab gesungen am Ende. Ja, du, dann bin ich ruhig. Ich hab nichts mehr zu sagen. Ja, selbst mal. Oh, halt einfach die Schnauze. Was jedes Mädchen. So, meine lieben Freunde. Ja, danke fürs Zuschauen. Ja, wieder mal. Ich wusste es doch. Ich war mir noch nicht so ganz sicher, weil das letzte Mal hat der Rivado die Anführungszeichen falsche Taste gedrückt. Ja. Ja, ja. Du hast so, nein, du ja, hast da würde ich sagen. Gekämpft. Ja, ja. Okay. Er hat mir sozusagen meine Freude versaut damit, aber naja, was willst du machen? Ne? Wieso? Ist halt Rivano. Das war doch ein guter Kampf, ist halt unser Arroganzmann Rivano, der über sich hinauslebt. Und ja, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder und ciao. Ciao.